Moin zusammen. Worum soll es heute gehen? Und zwar um diesen kleinen Wagen hier. Den habe ich online erstanden. Und zwar ist das der Schienenreinigungswagen 46049 von Märklin für die Epoche 4, wie ihr hier sehen könnt. Und der hat einen Listenpreis von, ich glaube, 39,99. Ich habe ihn jetzt für knapp 27 Euro online bekommen. Als er jetzt mit der Post bei mir angekommen ist, hat er hier noch so eine Plastikverpackung außenrum gehabt. Die habe ich jetzt schon mal abgemacht, damit wir ihn hier besser auspacken können gleich. Und ja, ansonsten original verpackt. Wir machen jetzt das Unboxing. Immer sehr, sehr einfach bei diesen Pappverpackungen. Also einfach an der Seite auf. Und dann können wir den Plastikblister hier auch schon rausholen. Da sehen wir den Wagen dann. Das Ganze ist immer zweiteilig. Also einmal die obere Hälfte ab. Und dann haben wir den Wagen hier auch schon in seiner ganzen Pracht. Der ist relativ klein, wie ihr sehen könnt. Ich hole ihn da mal raus. So. Und da haben wir ihn. Und wenn wir den jetzt mal messen, von der Länge her, also inklusive Kupplung bzw. Puffer über Puffer, wie man so sagt, sind das in etwa 85 mm, also 8,5 cm. In der Breite haben wir knapp 3,8 und in der Höhe wird er, also am Rand sind es ganz genau 3 und in der Mitte wird er so ungefähr 3,5 cm hoch sein. Ja, der Wagen selbst hat eine sehr, sehr feine Bedruckung hier drauf, wie ihr seht. Also das steht hier auch drauf, dann Schienenreinigungswagen der Deutschen Bundesbahn, 65 km/h. Dann hat er hier theoretisch noch so einen Waggonlaufzettel und darunter auch ein Betriebswerk, so wie ich das sehe, beziehungsweise, ja, das müsste das Betriebswerk sein, Hamburg-Harburg. Genau. So. Ja, vorsichtig rangieren. Und dann haben wir hier tatsächlich auch so kleine, feine Griffe noch angesetzt überall. Also der macht schon ein bisschen was her. So, man kann den ganzen Wagen öffnen. Also man kann hier das Dach abnehmen. Man kann aber auch alle einzeln öffnen von den Klappen, wie ihr jetzt hier seht. Die lassen sich also alle individuell hier hochklappen. Und in dem Wagen selber drin sind jetzt hier noch ein paar von diesen Ersatzreinigungsfilzen. Und zwar sind das die, die hier unten raufkommen, die am Ende die Schiene dann auch wirklich reinigen sollen. Das Stück zum Reinigen der Schiene ist jetzt hier relativ locker gelagert, kann also alle möglichen Höhenveränderungen und Ähnliches hier eben auch mitmachen. Ja, und ansonsten habe ich hier eigentlich nur noch zwei Wechselstrom, Radsätze mit angesetzten Bremsen hier dran, wie ihr seht. Also auch da schön gemacht. Sieht ganz gut aus. Und ist natürlich sehr praktisch, dass man hier diese Reinigungsfilze da gleich drin lagern kann. Ich habe jetzt online gelesen, dass es Sinn macht, diesen Wagen zu beladen mit irgendwas, mit Gewicht. Weil er sonst relativ leicht entgleist. Das werden wir... Da werde ich mal für euch gleich ausprobieren und euch dann hier auch nochmal mit in das Video reinnehmen. Ansonsten, wenn ich ihn jetzt hier mal auf das C-Gleis draufsetze, der Hauptunterschied zu einem normalen Wagen ist, dass der von sich aus eigentlich gar nicht weiterrollt, weil natürlich unten diese Reinigungsfilze die Schiene reinigen. So, meine Schiene ist jetzt eigentlich relativ sauber gewesen. Also da sieht man jetzt auf dem Reinigungsfilz auch noch nicht wirklich irgendwas. Außer so eine vielleicht ganz, ganz leichte Schliere hier in dem Bereich. So eine ganz minimale Schliere jetzt von dem bisschen hin und her schieben. Ja. Ich werde euch berichten, ob man denn tatsächlich diesen Wagen beladen muss, damit er im Zugverband auch gut mitfahren kann. So, und jetzt seht ihr hier auch schon
das versprochene kleine Fahrvideo. Und ich habe tatsächlich für mich festgestellt, der Wagen läuft wunderbar im Zugverband. Ich musste den auch nicht extra irgendwie noch beladen oder beschweren. Ich habe ihn einfach direkt hinter die Lok gekoppelt, den Rest vom Zug dahinter. Und das Ganze ist wunderbar gefahren. Gab überhaupt keine Probleme, weder jetzt bei normalen Weichen oder Bogenweichen oder Ähnlichem. Ich habe allerdings bei mir auch keine Steigung oder Ähnliches. So, jetzt habt ihr auch in den Wagen ein ganz bisschen fahren gesehen, wie er sich im Zugverband gemacht hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis demnächst.